Da ist man Schlange, diesen Hummelball. Ja, 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 selber. Cardoso musste jetzt schon nach außen. Oh! Da muss ich schon rauslaufen, ich bin mal mehr Platz. Ja, moin Schmidi erstmal. Hi. Grüß dich, schön, dass du es geschafft hast. Gerade 4-0 gewonnen gegen Fortuna Schlangen. Was sagst du zum Spiel? Erste Halbzeit super reingekommen, das 1-0 direkt gemacht, direkt gezeigt, dass wir oben stehen und dass das unser Platz ist. Und dann haben wir danach, ja, ist das Spiel ein bisschen geplätschert, haben wir aber noch das 2-0 gemacht und dann ging es eigentlich ganz gut in der Halbzeit. Also die erste Halbzeit war wirklich richtig top. Dann haben wir zweite Halbzeit, mussten wir die ersten 10 Minuten ein bisschen überstehen. Da hat Schlangen ein bisschen gedrückt. Ja, und dann haben wir das 3-0 gemacht, danach war das Spiel ein bisschen geplätschert. Dann kam Wilbus natürlich zum Schluss noch, hat schön einen reingemacht. Sah von außen so aus, als ob der Ball sich gar nicht mehr senken würde, aber ist dann nochmal schön den Knick reingeflogen. Ja, das kann er einfach. Das kann er einfach, hat er gut gemacht. Ja, von Schlangen ehrlich gesagt, ich war ein bisschen enttäuscht. Also im Hinspiel haben sie einen deutlich besseren Ball gespielt. Was sagst du dazu? Ja, also ich glaube, das liegt einfach bei denen am Geläuf. Die sind heimstark, also richtig heimstark, holen da ihre Punkte auf dem Kunstrasen und auswärts holen sie halt auch nur die Punkte auf dem Kunstrasen. Und wenn die irgendwie mal auf Rasen müssen, dann sieht so aus wie heute. Ja. Ja, Schmidi, dann vielen Dank, ne? Ja. Komm gut unter die Dusche, ne? Aber du nicht. Ich noch nicht. Kommt der nächste gleich. Ja, hast du noch viel zu ergänzen zu Schmidi oder kannst du dem so zustimmen? Nein, Marvin führt das eigentlich immer alles sehr, sehr gut aus. Ja, Schlangen, glaube ich, ein bisschen personell angeschlagen gewesen. Und ja. Das hat man dann auch gemerkt, ein paar vorher noch bei der zweiten gekickt. Die haben es aber gut gemacht, muss man sagen. Schönes, faires Spiel gewesen. Ja, war soweit in Ordnung. 4-0, nehmen wir so mit unterm Strich. Genau. Nächste Woche geht es weiter gegen Post-TSV 2, dann wieder auf Kunstrasen. Was sagst du da? Ja, da müssen wir gucken. Wir müssen unseren Top-Torschützen Marvin Schmidt dann natürlich kompensieren. Er ist leider nicht da. Mal gucken, wer dann die Hütten macht. Vielleicht Willi hat sich heute natürlich qualifiziert. Ja. Aber wird auch ein schweres Spiel. Post, glaube ich, eine gute Serie jetzt. Und schauen wir mal, was wird dann. Ne? Das ist klar. Ja, danke Robin. Ne? Kein Ding. Wir sehen uns. Hau rein. Und bleibt dran, lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Wir sehen uns online. Ciao, ciao. Ciao, ciao.